Guten Morgen, ihr Schabab. Rabbi Konofir. Today we will speak about the past form from haben und sein. Haben means to have and sein means to be. So we're gonna speak about was and were in German and had. So now I'm starting to remind you with the conjunction of the verb haben with our pronomen diese Konjunktion von den Verben ich habe, du hast, es, sie hat, wir haben, ihr habt und sie haben. A plural form von haben, which means to have. Ich hatte, also das Verb ist hatten. Ich hatte, du hattest, es, sie hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. And now, verb sein, verb to be. Ich bin, du bist, es, sie ist, wir sind, ihr seid. And now let's go for the preteritum form. Verb waren, ich war, du warst, es, sie war, wir waren, ihr war, sie waren. So, we can have one good example for that. Es war, what means es? Yes, it was. So here I'm going to choose it was. Second example, hatte, he had, exactly. Wir waren krank. Waren means was a word, so we were sick. Where is it? We were sick. Exactly. Wir waren, we were. Ich hatte, I had. Es war stürmisch, it was stormy, means, also richtig oder falsch? Richtig. And the rest of these are homework, so we will speak about it in our group chat, inshallah.